Danke. So, sind Sie ein guter Verbesserer? Ja. Okay, woran machen Sie das fest? Glaube hilft. Also ich verbessere viele Dinge und führe Menschen hin, das zu tun. Okay. Sind Sie ein guter Verbesserer? Das weiß ich nicht. Sie wissen es nicht. Warum wissen Sie es nicht? Ja, es hängt von der Bewertung ab. Ne? Also eine Bewertung? Okay. Wer bewertet das? Weiß nicht, mein Inneres. Ja, ich überfalle Sie ein bisschen. Sind Sie eine gute Verbesserin? Schwierige Frage, ja. Schwierige Frage. Man könnte ja die Beurteilungskriterien des Coaches nehmen. Ja. Also ist nicht so eine einfache Frage, ob man jetzt ein guter Verbesserer ist. Aber wir wollen ja alle gute Verbesserer sein. Und das ist ja das Thema Cutter. Um Cutter im Unternehmen einzuführen, darum geht's. Ich will kurz ein paar Worte zu mir sagen. Ich bin bei der Firma Luft. Wir machen Umweltsensoring, Luft mit 2F. Und gehören zu einem Danaher-Konzern. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Ist ein relativ großer Konzern mit 70.000 Mitarbeitern und 20 Milliarden Umsatz. Trotzdem kennt den kaum einer. Gehören viele bekannte Marken dazu. Ja, unser Standort hat etwa 100 Mitarbeiter, 120 Mitarbeiter. Ich leite dort Operations. Und wo komme ich her? Ich war Anfang der Nullerjahre am Fraunhofer IPA, zusammen mit den Kollegen, die Sie hier jetzt auch die zwei Tage gesehen haben, Bernd, Ralf, Gerd. Und die Kollegen, die wollten dann damals, wir sind dann damals mit Mike in den verschiedenen Unternehmen gewesen, beim Daimler, Bosch, Strumpf und haben überall Wertstromdesign eingeführt. Ja, so die ersten Grundlagen für uns von Lean. Und die Kollegen wollten dann in die Beratung gehen und Geld verdienen und ich wollte noch promovieren und deswegen bin ich dann noch am Fraunhofer-Institut geblieben. Und bin dann in die Industrie gegangen, war bei Stihl, Phoenix Contact und jetzt bei dem Danaher. Ja, wenn wir etwas Neues machen wollen, dann geht es um Veränderungen und da haben wir ein großes Problem, nämlich die Menschen. Wir Menschen sind durch Routinen geprägt. Routinen helfen es, den Alltag zu überstehen. Wir wollen nicht überlegen, links, unten, rechts, hoch beim Zähneputzen, sondern wir müssen diese Dinge automatisch tun. Und wenn wir jetzt etwas verbessern wollen, verändern wollen, dann müssen wir diese Routinen durchbrechen. Und das ist sehr schwer. Ja, eingefahrene Routinen zu durchbrechen ist sehr schwer. Unser Gehirn kam heute auch schon mal von Mike, ich beleuchte es nochmal von der anderen Seite, ist faul, grundsätzlich faul. Ist ein sehr leistungsstarkes Organ, verbraucht viel Energie und möchte möglichst energiesparend arbeiten. Der Kahnemann unterteilt das Gehirn in zwei Systeme. Das eine ist das intuitive, unbewusste, mit dem wir eben unseren Alltag bewältigen. Und das andere System 2 ist das, wo wir bewusst handeln, was sehr viel Aufmerksamkeit kostet, was sehr langsam ist und sehr viel Energie verbraucht. Wenn wir nun etwas Neues lernen, dann üben wir, wiederholen wir das so lange, bis dann dieses bewusste Handeln langsam übergeht in verinnerlichtes Handeln. Wir verinnerlichen etwas durch viel Übung, irgendwann wird es automatisch. Ja? Dadurch wird aber auch klar, dass Anweisungen oder Ratschläge da eigentlich nicht helfen. Ja, etwas zu sagen, mach das jetzt anders, das ist besser, das hilft eigentlich nicht. Was hilft, ist etwas Neues wirklich dann zu lernen und zu üben machen. Eine kleine Übung, der Mike hat es vorhin mal kurz angerissen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen wendet eigentlich schon Cutter bei sich an? Vielleicht können wir mal kurz die Hand heben, wer eigentlich schon da anfängt, okay. Eine kleine Übung, wir haben jetzt hier keine Tische, aber Sie haben vielleicht was zu schreiben und einen Zettel und können vielleicht, das kriegen wir glaube ich irgendwie hin, dass Sie mal, die jetzt einen Stift und einen Zettel haben, wenn ich das Startsignal gebe, mal Ihren Namen, Ihre Unterschrift fünfmal schreiben, wenn ich das Startsignal gebe. Machen Sie ruhig mit, das ist eine gute Erfahrung. Nicht dieser erste Teil, sondern der zweite Teil. Okay, sind wir soweit? Dann starten Sie jetzt. Und wenn Sie fünfmal Ihren Namen geschrieben haben, dann heben Sie mal die Hand, damit wir sehen, wer fertig ist. Name, Unterschrift. Ja, normalerweise unterschreiben Sie mit Ihrem Namen.
Okay. Gut. Jetzt machen wir eine ganz kleine Veränderung in diesem Prozess, ja, diese Unterschiede, eine ganz kleine Veränderung. Wir nehmen den Stift von der einen in die andere Hand. Ja, das ist genau das. Hey, Leute, wir machen was Neues. Oh, ja, die erste Reaktion. So, auf mein Startsignal wird er fünfmal schreiben und los. Ja, ja. Gut. Ja, wie haben Sie sich gefühlt jetzt beim zweiten Teil der Übung? Wie bitte? Blödsinn. Ja? Andere Meinung? Wie haben Sie sich gefühlt? Sieht anders aus, ja, ungewohnt, nicht zufriedenstellendes Ergebnis. Ne? Ja, und genau so geht es eben Ihren Mitarbeitern, Ihren Kollegen auch, wenn Sie etwas Neues machen, was eben nicht Routine ist, ja, sondern es ist irgendwie ungewohnt, es ist verkrampft, sie fühlen sich unwohl dabei. Und das ist, was häufig passiert, wenn man Veränderungen macht im Unternehmen. Wir können neue Prozesse definieren, wir können umorganisieren, das Organigramm entsprechend anders machen, wir können Methodenschulungen machen, wir können Kata-Schulungen im ganzen Unternehmen anbieten und ausrollen. Aber dadurch verändert sich nicht wirklich etwas, ja, sondern eine wirkliche nachhaltige Veränderung passiert nur, wenn wir auch Denk- und Handlungsweisen verändern. Das heißt also, wenn Veränderungen nicht veränderte Prozesse sind, sondern nachhaltige Veränderungen wirklich nur durch nachhaltiges, durch verändertes Verhalten stattfinden, dann ist die Frage, wie können wir denn das Verhalten ändern? Und dafür ist eben die Kata ein geeignetes Tool. Ja, wir wissen, wir wollen wissenschaftlich vorgehen bei der Verbesserung. Es geht jetzt mal rein um das Thema Verbesserung. Wir kennen auch die Methode PDCA, mit der wir mit kurzzyklischen Veränderungen dann die Verbesserung erreichen. Wenn wir das wirklich kurzzyklisch machen und nicht, wie vor 15 Jahren, wo ich das mal kennengelernt habe, haben wir gesagt, wir machen so einen PDCA-Workshop. Das ist natürlich nicht das Richtige, sondern wir müssen das kurzzyklisch immer wieder mit kleinen Schritten machen. Dann wird das irgendwann von dem bewussten Handeln zum unterbewussten Handeln und dann wird das zu einer Routine. Und das ist die Verbesserungskata. Mein Thema handelt ja von der Einführung der Kata in einem Unternehmen. Und ich habe vor 10 Jahren, als ich dann die erste Version von Mikes Buch hatte, gedacht, wow, super, toll, ja, das ist alles so einleuchtend, ich starte mal, leg los. Und dann war sofort die Power wieder draußen, weil irgendwie das ging nicht, das hat nicht richtig funktioniert. Ja, ich habe mit ein paar Leuten, wollten wir so das Coaching machen, keine Erfahrung, kein Handwerkszeug dabei, nur die Methodik mit den Fragen. Also ist die Frage, holt man sich einen externen Berater, der das mit einem macht? Um das zu beantworten, will ich kurz das herleiten. Was wir wollen, sind ja gute Ergebnisse. Wodurch entstehen gute Ergebnisse? Durch gute Prozesse. Wer ist dafür verantwortlich, dass wir gute Prozesse haben? Wer arbeitet in den guten Prozessen? Gute Mitarbeiter. Ja. Und wie bekommen wir gute Mitarbeiter? Durch gute Führung. Ja. Also das beantwortet die Frage, wir müssen eigentlich, wenn wir nachhaltig gute Ergebnisse haben, brauchen wir gute Führung. Darauf kurz einen Blick werfen. Führung kann man auf verschiedene Art und Weise machen. Inhabergeführte Unternehmer führen häufig durch Vorbild, sagen, ich mache das, ich bin von morgens bis abends in der Firma, ich erwarte das auch von meinen Mitarbeitern. Dann gibt es die Meister, die klassischen, die dann durch Androhung von Strafe führen, also durch Konsequenz. Und was wir wollen, ist aber, wir wollen eine nachhaltige Veränderung, eine Verbesserung erreichen. Das kann ich eigentlich nur mit Einsicht erreichen. Also Mitarbeiter müssen eigentlich das oder über Einsicht zu führen. Und die häufige Frage ist, wenn wir etwas verbessern wollen, ist, wozu denn überhaupt? Ja, es läuft ja eigentlich ganz gut. Also klar, wenn es schlecht läuft, dann müssen wir was tun. Aber wenn wir uns eigentlich nur verbessern wollen, obwohl es eigentlich schon ganz gut läuft, dann ist die Motivation bei den Mitarbeitern oft sehr gering. Ja? Und die Frage ist ja, warum soll ich denn hier überhaupt was verbessern? Das heißt, ich muss erstmal, bevor ich was verändern will, was verbessern will, eine Einsicht erzeugen. Ich muss ein Problembewusstsein erstmal schaffen. Gut. Um das Bild abzuschließen,
Verbesserungscutter, Coaching-Cutter. Wir haben so ein anderes Verständnis von Führung, nämlich den Mitarbeiter zu entwickeln, Einsicht zu erzeugen und ihn weiterzuentwickeln. Wenn ich das regelmäßig mache, wirklich täglich zu einer Routine komme, dann habe ich auch eine Art Führungsroutine und das wäre dann eben in unserem Zusammenhang, in unserem Kontext die Coaching-Cutter. Kurz nochmal die Herleitung für Neulinge, was zu Verbesserungs- und Coaching-Cutter. Oft oder am Anfang denkt man, das ist ja eigentlich fast das Gleiche. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so ging. Sie sagen, okay, das sind die Schritte, wir brauchen ein Ziel, wir brauchen einen Ist-Zustand, wir brauchen ein Hindernis, welches eine willst du als nächstes angehen. Das ist so die Verbesserungs-Cutter. Und wenn ich jetzt zur Coaching-Cutter komme, ist das genau das Gleiche. Ja, das sind jetzt die Fragen dazu. So, das hört sich dann erstmal merkwürdig an, aber die beiden Dinge spielen auf ganz verschiedenen Ebenen. Auf der einen Seite haben wir den Mitarbeiter, der eine Verbesserung machen soll oder will, der also in der Verbesserungskarte arbeiten soll. Und auf der anderen Seite haben wir dann den Vorgesetzten, den Coach oder den Second Coach, deren Aufgabe es eben nicht ist, den Prozess zu verbessern, sondern die Mitarbeiter zu entwickeln. Und insbesondere wenn Vorgesetzte coachen, dann wissen die ja oft schon die Lösung. Ja, ich nehme mich da nicht raus. Also da einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, meine Aufgabe ist nicht, diesen Prozess zu verbessern, sondern den Mitarbeiter zu entwickeln. Seine Aufgabe ist, den Prozess zu verbessern, heißt im Umkehrschluss, ich darf ihm auch keine Vorschläge machen oder Tipps geben, sondern nur über Fragen ihn dazu führen, dass er auf eine Lösung kommt. Und vor allen Dingen nicht auf meine Lösung, sondern ich muss auch akzeptieren und zulassen, dass er eventuell eine andere Lösung entwickelt, die vielleicht nicht so gut ist, aber wo er daraus lernt und sich dann weiterentwickeln kann. So, und jetzt zum eigentlichen Kern des Vortrags. Wie kann ich jetzt Cutter in Unternehmen einführen? Ich habe ja gesagt, vor 10 Jahren, als ich damit angefangen habe, hat das nicht so funktioniert. 2 Jahre später hat dann Gerd Aulinger dann auf seiner Homepage oder verbesserungscutter.de viele Videos gebracht und vor allen Dingen und Tools und auch Formulare. Und das Konzept der Lerngruppen. Du hast gerade auch schon erzählt, dass ihr bei euch Lerngruppen einsetzt. Wir setzen sie anders ein. Zunächst mal kurz auf, ja, das kann ich überspringen, kam der Zeit. Wie funktioniert bei uns eine Lerngruppe? Also ich habe es in mehreren Unternehmen jetzt so eingeführt und muss sagen, es funktioniert wirklich hervorragend. Und zwar haben wir auch eine Lerngruppe, die aus 3 Leuten besteht. Aber nicht einer ist Verbesserer und einer ist Coach und einer ist Second Coach, sondern jeder der Teilnehmer hat ein Verbesserungsprojekt. Jeder ist also einmal Verbesserer, dann wechseln die Rollen, jeder ist einmal Coach und jeder ist auch einmal Second Coach. Das heißt, in den täglichen Coachings, die wir haben, treffen sich alle 3, plus mir als Moderator. Dann wird das eine Coaching durchgeführt, es gibt die Feedbackrunde, dann wechseln die Rollen, wir machen das 2. Coaching, es wechseln die Rollen, wir machen das 3. Coaching. Das heißt, so eine Coaching-Runde dauert dann etwa 1 Stunde am Anfang. Wir versuchen dann im Laufe der Zeit relativ schneller zu werden, sodass wir inzwischen dann, oder wenn dann die Leute entsprechend geübt sind, das in 1/2 Stunde schaffen, also 10 Minuten pro Coaching. Ich kenne einige große Unternehmen, die das so eingeführt haben, wie wir brauchen ganz viele Verbesserer. Ja, wir wollen ganz viele Verbesserer haben, wir müssen alle schulen in dieser Verbesserungskata. Und dann brauchen wir natürlich auch ein paar Coaches. Ja, brauchen wir nicht ganz so viele, wir trainieren die Coaches, wir bilden Coaches aus. Aber die sollten natürlich vorher super in dieser Verbesserungskata arbeiten können und das komplett verstanden haben und auch gut sein. Und die können wir dann weiterbilden zu Coaches. Und dann brauchen wir noch ein paar Second Coaches, das sind die, die das Coaching am besten können. Und die machen dann die Second Coaches. Häufig ist auch so in Unternehmen, dass Führungskräfte so aufsteigen. Ja, der Beste aus dem Team wird der Vorgesetzte. Die Frage ist aber, kann der das überhaupt? Ja, jemand, der super gut in Prozessen arbeitet, muss noch lange kein guter Vorgesetzter sein. Im Gegenteil. Ja. Und das Gleiche ist es eigentlich auch mit der Cutter. Jemand, der ein super Verbesserer ist, der muss nicht ein guter Coach sein. Und wenn Sie diese 3 Dreierteams machen, und jede Rolle übernimmt, dann erkennen Sie als Moderator relativ schnell, wer was gut kann. Das war für mich eines der ersten Aha-Erlebnisse mit diesen Dreiergruppen.
Ich habe plötzlich meine Mitarbeiter ganz anders gesehen. Ich habe die ganz anders kennengelernt. Da gab es einen, der hat super immer nach der Verbesserungskata sein Projekt gemacht. Da gab es kaum Coaching-Fragen. Er hat das alles quasi super verstanden. Aber wenn er coachen musste, dann war das Wissen weg. Ja, dann hat er so, okay, ja, gut. Auch wenn der Mentee einen großen Schritt macht oder Detailfragen konnte er nicht stellen. Und das andere war, der zweite war ein super Coach. Hat also genau die richtigen Fragen gestellt, auch die Detailfragen, um das, den Mitarbeiter auf den Weg zu bringen. Aber sein Verbesserungsprojekt war total schlecht. Also immer viel aus dem Bauchgefühl heraus, zu große Schritte oder sonstige Geschichten. Und dann hatten wir noch einen in dieser ersten Runde bei dem jetzigen Unternehmen, wo ich bin, der ein super Beobachter war. Ja, der hat also dieses Coaching-Gespräch hat er super beobachtet, hat sofort gesehen, wo da die Haken sind, konnte dem Coach auch entsprechendes Feedback geben, war ein mittelmäßiger Verbesserer und auch Coach, aber das Second Coach, das hat er super gemacht. Ja, und derjenige ist jetzt der bei uns weitere Trainings dann durchführt, weil er das einfach auf dieser Metaebene sehr gut verstanden hat. So, das heißt, jeder nimmt jede Rolle ein. Das hat noch einen anderen Vorteil. Ich beleuchte jede Aufgabe von verschiedenen Perspektiven. Also wenn ich als Verbesserer arbeite und gleichzeitig aber auch weiß, was ein Coach fragt, weiß ich ja auch, worauf der Coach hinaus will und kann auch vielleicht auch in meinem Verbesserungskater besser arbeiten. Das Gleiche ist der Coach. Der weiß ja durch das Feedback von dem Second Coach oder wenn er selber auch als Second Coach Feedback gibt, worauf es ankommt und kann vielleicht dann auch etwas besser coachen. Also diese verschiedenen Perspektiven. Und noch ein dritter Punkt. Am Anfang ist das ja oft schwierig für die Leute, ehrliches Feedback zu geben. Ja, also als Coach dann wirklich oder auch als Second Coach dann kritisches Feedback zu geben unter Kollegen. Aber wenn ich weiß, die Rollen wechseln, ja, und dann kriege ich auch von dem wieder Feedback, dann traut man sich ein bisschen mehr, ist ein bisschen offener und es entsteht ziemlich schnell eine offene Gruppe, die sich dann die auch ehrliches Feedback gibt. Gut, was auch häufig die Frage war in den letzten Tagen ist, wie kann man dann das in der großen Breite einführen, wenn wir jetzt nicht so ein großes Schulungskonzept machen, wir bilden erst die ganzen Verbesserer aus und die Coaches und so weiter, wie kann ich das denn trotzdem in die Breite bringen? Dazu machen wir eine kleine Übung, geht auch ganz schnell. Ich werde drei Leute antippen von Ihnen, die dann bitte aufstehen. Und in der nächsten Runde tippt jeder von den dreien wieder drei an und ich tippe auch drei an. Und in der letzten Runde haben wir wahrscheinlich schon alle im Boot. Ja? Alles klar? Einfach mal ein bisschen aufstehen. Und Sie aufstehen. Stehen. Und jetzt bitte alle wieder drei weitere antippen. Ups. Okay, habe ich schon. Du, du, du. Okay. Und in der letzten Runde bitte jeder wieder drei antippen. Okay, danke. Sie können sich wieder setzen. Ja, einfach nur mal ein Gefühl dazu vermitteln. Ich trainiere ja nur drei Leute erstmal. Aber wenn wir das so weiterführen, ich habe es mit Schneeballsystem genannt, ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff ist, dann können wir innerhalb von kurzer Zeit wahnsinnig viele Leute in dieser Kata trainieren. Mit diesen Lerngruppen. Aber was Sie auch gerade gemerkt haben, die ersten ist relativ leicht zu finden, ja, geeignete Kandidaten zu finden. Nachher wird es dann schwieriger. Also das ist nur ein theoretischer Wert. Ja, Sie können natürlich, manche Leute wollen dann auch nicht mitmachen oder sonst wie, oder Sie finden dann keine geeigneten. Das Team ist quasi, hat schon jeder gemacht, aber in einem anderen Team noch keiner. Aber das ist eine gute Möglichkeit. Wir haben bei uns gestartet mit den Teamleitern, dann mit den Vertretern der Teamleiter, dann sind wir ein bisschen zu den Operations-Mitarbeitern, haben dort Gruppen zusammengestellt. Auch im Vertrieb und Marketing haben wir dann eine Gruppe gestartet, in der Entwicklung haben wir eine Gruppe gestartet und so haben wir das im Unternehmen, nicht flächendeckend, wie gesagt, das funktioniert dann einfach irgendwann auch nicht mehr, aber doch eine große Breite erzeugt. Was mir sehr viel geholfen hat, war, wie gesagt, am Anfang diese Seite vom Gerd mit den ein paar Folien und Erklärvideos und vor allen Dingen die Formulare.
Wir haben ja häufig jetzt in den letzten zwei Tagen diese Karten gesehen. Wir arbeiten nicht mit Karten, wir arbeiten, auf das will ich speziell eingehen, auch mit dem Coaching-Formular. Und wir haben immer so gestartet, dass am Anfang immer der Coach und der Mentee beide das gleiche Formular ausfüllen. Weil wir festgestellt haben, wenn nur der Mentee aufschreibt, ist manchmal so, dass der Coach eine andere Erwartung hatte und am nächsten Tag, weiß nicht, wer mit in der Übung beim Gerd war, hat dann nachher beim Tito hat dann ein Tortendiagramm gebracht, obwohl wir eigentliche Zahlenwerte haben wollten. Ja? Das heißt, wenn beide das Formular ausfüllen, dann kann man sich noch abgleichen, hast du das gleich geschrieben wie ich, ja, das haben wir vereinbart. Das hilft dann einfach, um klarer zu werden in dem, was wir erwarten von dem nächsten Schritt. Sie sehen Version 2.7, das heißt, auch das verändert sich immer weiter. Wir versuchen immer, den Coaches so ein bisschen eine Orientierung zu geben, indem wir die Fragen und schon ein bisschen Zusatz noch mit reinbringen. Ganz rechts fragen wir noch nach der Lernzone mit Danger Zone, Lernzone oder Komfortzone. Wir haben festgestellt, dass das Lernen so ein bisschen schwierig ist. Manchmal haben wir nur eine neue Erkenntnis, zum Beispiel Zahlen aus dem Vertrieb musste jemand besorgen, dann wissen wir jetzt die Zahlen aus dem Vertrieb. Aber haben wir da was gelernt? Nee. Ist jetzt so ein bisschen schwierig. Ja? Was lernt man dann daraus? Aber ich weiß jetzt ein bisschen mehr. Ja, ich kenne jetzt die Zahlen und deswegen haben wir das unterteilt, die Lernzone in Herausforderung und in Wissenszuwachs. Also die eigentliche Herausforderung ist wirklich unbekanntes Terrain, wo ich ausprobieren muss, experimentieren muss. Und manchmal muss ich aber nur etwas in Erfahrung bringen oder etwas ableiten oder so etwas. Die ganzen Unterlagen kriegen Sie ja, glaube ich, zugeschickt dann oder als Link dann versendet unter Homepage. Also Sie finden meinen Vortrag dann noch viel mehr als das, was ich Ihnen jetzt hier zeige. Einfach um das gesamte Bild, wie ich das so ein bisschen herleite, üblicherweise, wenn ich die Kata erkläre, gerade für die, die das noch nicht oft gemacht haben, ist vielleicht ganz hilfreich. Zusammenfassend, was sind die Erfolgsfaktoren bei mir, in den verschiedenen Unternehmen, in denen ich das eingeführt habe? Zuerst mal sind wir nicht massiv reingefallen und gesagt, so, jetzt machen wir was Neues, sondern ich habe erstmal erzählt, da gibt es was, Kata nennt sich das, habe mit denen gesprochen, auch ein paar Folien gezeigt, mal wie das so aussieht und dann sie erstmal in Ruhe gelassen, dann vor Weihnachten das Buch geschenkt, könnt ihr über Weihnachten mal reinlesen, ist jetzt gerade wieder eine gute Zeit, ja? Können wir also machen und gesagt, okay, im nächsten Jahr werden wir dann mal damit anfangen und das mal ausprobieren. Und ich spreche immer vom Ausprobieren, um die, auch die Angst zu nehmen, zu sagen, ja, wir machen jetzt was Neues, wir müssen jetzt was Neues machen. Nee, ich sage, das ist ein guter Ansatz, der wird auch häufig verwendet und lass uns das mal ausprobieren. Und dann stellen wir ja fest, wie das für uns passt. Ja, dann haben wir eben mit dieser Lerngruppe gestartet, mit der ersten Lerngruppe. Und vor allen Dingen am Anfang haben wir keine herausfordernden Zielzustände gehabt. Dann ist die Frustration relativ hoch, wenn wir da nicht weiterkommen, ja, und wir uns eigentlich noch die Methodik noch gar nicht richtig kennen. Deswegen haben wir schon Zielzustände genommen, die relativ einfach sind, zum Beispiel zwischen zwei Prozessen eine FIFO-Verkettung einzurichten oder einen Arbeitsplatz neu zu gestalten. Das ist etwas, ja, das kriegt man so hin. Das könnte man auch ohne Kata machen. Aber es haben wir immer auch gesagt, ja, also wir machen jetzt was, der Zielzustand ist nicht so herausfordernd, es geht auch ohne Kata, wir könnten auch einfach nur ein Projekt machen oder nur die Aufgabe verteilen, aber wir wollen das ja üben mit diesen Fragen und den Antworten und dem Feedback geben. Ja, was entscheidend ist, damit das erfolgreich ist, ist das konsequente tägliche Coaching. Am Anfang kommt es immer wieder vor, dass der eine Kollege sagt, ja, ich habe hier noch die dringende Aufgabe zu machen, können wir die Kata nicht verschieben auf morgen oder heute ausfallen lassen, dann ist der andere krank, dann ist der andere im Urlaub und dann kommt immer wieder so Situationen, wo die Leute sagen, lass uns das doch heute mal ausfallen, lass uns das morgen weitermachen oder nächste Woche und sagen, nee, das machen wir. Wir müssen das täglich machen, sonst funktioniert das nicht, sonst wird das nicht zur Routine. Auf der anderen Seite muss ich dann natürlich als Vorgesetzter auch mal den Druck rausnehmen, wenn ich merke, jetzt ist eine außergewöhnliche Situation, wir haben jetzt Jahresendgeschäft, wir setzen das jetzt zwei Monate aus und machen dann im Januar wieder weiter. Ja. Und was ich auch immer gemacht habe, ist immer wieder zwischendurch gefragt, nach ein paar Wochen,
wollt ihr das noch weitermachen? Wie ist das denn für euch? Ja, dann kommt immer die Antwort, ja, es ist schon ein bisschen mehr Aufwand, schon anstrengend, neben dem Tagesgeschäft das auch noch zu machen, aber wir wollen weitermachen. Und dann ist das immer das gute Signal, natürlich, dass sie motiviert sind, dass wir da weitermachen können. Und was auch entscheidend ist, seien Sie geduldig. Am Anfang dauert es sehr lange, bevor man überhaupt ins Experimentieren kommt, nach meiner Erfahrung. Klar, wir haben hier viele Beispiele gesehen, wo man sofort ins Experimentieren einsteigen kann, aber in der Praxis ist halt doch so, manchmal habe ich eben nicht solche schönen Beispiele, sondern eben dann zum Beispiel einen Arbeitsplatz, den ich neu gestalten will. Auch das kann ich mit Hilfe der Kata machen, aber da muss ich mir erstmal sehr viel überlegen, was ist denn eigentlich der Ist-Zustand heute, welche Zahlen haben wir, muss Zeitaufnahmen machen vielleicht, muss das Ganze beschreiben und dann den Zielzustand ableiten. Auch das funktioniert eben nicht immer so schön wie mit Gerds Rechner, weil das funktioniert super in diesem Beispiel, aber es funktioniert eben nicht, wenn ich einen Arbeitsplatz neu gestalten will, weil da spielen noch andere Faktoren rein. Also kostet das erstmal sehr viel Zeit, sehr viel Cutter-Coaching-Runden, bevor wir überhaupt mal einen sauberen Ist- und Zielzustand dann definiert haben. Und dann kann es dann mit dem Experimentieren losgehen. Ja, und denken Sie immer dran, verändern ist toll, ja, aber verändert werden ist furchtbar. Insofern dann vielen Dank.